Servus und hallo zu einem neuen Video vom Herthaus, eurem Spezialisten für exklusive Hausgeräte aus der schönen Bierstadt Einbeck in Südniedersachsen. Wir sind unter anderem Häusler Fachhändler und wollen mit euch heute eine Pizza Margarita im Primus Elektrosteinbackofen zubereiten. Als Zutaten für eine Pizza brauchen wir für den Teig 160 Gramm italienisches Mehl vom Typ 00, 100 Milliliter lauwarmes Wasser, einen halben Teelöffel Salz, einen Esslöffel Olivenöl und 2 Gramm Hefe, am besten frische. Und für die Soße 4 Esslöffel passierte Tomaten, einen halben Teelöffel Salz, einen Teelöffel Oregano und einen halben Teelöffel Zucker. Und für den Belag nehmen wir Büffelmozzarella und Basilikum. Im lauwarmen Wasser lösen wir die Hefe auf. Dann nehmen wir eine Rührschüssel. Fügen das Mehl dazu rein und das Hefe-Wasser-Gemisch. Das Ganze lassen wir mit einem Tuch abgedeckt 15 Minuten an einem warmen Ort gehen. Nach der 15-minütigen Gehzeit fügen wir unserem Teig noch das Salz und das Olivenöl zu. Und ab geht es in die Knetmaschine. Im ersten Schritt lassen wir den Teig 7 Minuten auf Stufe 1 durchkneten. Und anschließend lassen wir den Teig für 3 Minuten nochmal auf Stufe 2 laufen. Nun gönnen wir unserem Teig noch eine zweistündige Ruhephase und lassen ihn abgedeckt an einem warmen Ort gehen. In der Zwischenzeit bereiten wir unsere Soße vor. Hierzu fügen wir Salz, Zucker und Oregano zu den passierten Tomaten und vermischen alles miteinander. Jetzt heizen wir den Backofen vor, Oberhitze 320 Grad. Unterhitze 300 Grad und anschalten. Nach der Ruhephase haben wir den Teig portioniert und lassen ihn noch einmal für 30 Minuten in der Gärbox entspannen. Vor dem Belegen schneiden wir den Büffelmozzarella noch klein. Und jetzt kommen wir zum Finale. Zuerst bringen wir den Teig in Form. Beim Ausrollen des Teiges achte darauf, einen Rand stehen zu lassen. Bevor ihr den Teig auf den Schieber legt, bestreut diesen mit etwas Mehl. Dadurch rutscht die Pizza dann leichter vom Schieber. Jetzt noch die Tomatensoße und den Mozzarella drauf und dann für ca. 4 bis 5 Minuten ab in den Steinbackofen. Nach 2 Minuten drehen wir die Pizza einmal.
zum Schluss als Topping etwas Basilikum und dann guten Appetit. Das Backergebnis ist hervorragend. Der Boden ist schön knusprig und der Teig ist schön luftig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und besucht uns gerne wieder für weitere Videos auf unserem Kanal. Tschüss und bis die Tage!